Herzlich willkommen bei Lomara. Wir möchten Ihnen heute mal Strudel zeigen. Einmal Apfelstrudel und einmal Gürtelstrudel. Und in einer schnellen Kombination mit unserer Kombischnitte. Wir nehmen jetzt unseren Mürbeteig her, nehmen unseren Streuer, wo wir etwas Mehl drin haben, ja, unsere Folie und wellen zwischen zwei Folien einfach unseren Teig aus. Mit unserem Nudelholz natürlich geht es sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach. Und Sie wissen ja, Folien braucht man immer mehr, weil man einfach im Haushalt vieles damit machen kann. Wir streuen das Ganze jetzt ein bisschen mit unserem Mehlstreuer, wellen das Ganze nochmal aus und drehen es immer wieder um, sodass es nicht ankleben kann. Das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie immer ein bisschen lüften, unsere Folie, ja? Und jetzt wenden wir einfach wieder aus und geben dann unsere Füllung drauf. Das ist eine schnelle, einfache Geschichte. Wir haben das Ganze jetzt ausgewählt und wenn Sie seitlich schöne Kanten möchten, dann legen Sie einfach diese Folie hier nach innen, nehmen unser Nudelholz, gehen mit der anderen Folie drüber und wellen einfach so drüber. Dann haben Sie nämlich immer einen wunderbar schönen Rand. So, das Ganze hätten wir jetzt einfach soweit fertig und jetzt geben wir hier unsere Gyrosmasse drauf. Das ist Gyros, Brokkoli und Zucchini und Reis. Einen Becher Schmand noch dazu und Käse. Mit unserer Käsereibe können Sie dann wunderbar den Käse drauf reiben. Wir geben jetzt mit unserer Käsereibe den Käse drauf und rollen dann das Ganze auf. Die Amann rollt es jetzt auf. Ist sehr, sehr geschickt mit unserer Folie. Ist das einfach eine tolle Sache, weil sich das sehr, sehr gut rollen lässt. Ja? Wir schlagen das Ganze jetzt nach unten ein, dass uns nichts ausläuft, weil wir backen ja Fleisch und Apfelstrudel. Wir haben jetzt unsere zweite Platte ausgewählt, geben hier Sahne mit etwas Kuchenbrösel drauf, damit das Ganze nicht so arg saftet und das gibt einen sehr, sehr feinen Geschmack auch drin. Ja? Mit unserer Winkelpalette streichen wir jetzt das Ganze hier drauf. Und dann kommt die Apfelmasse drauf. Wir setzen jetzt unsere Kombischnitte rum um das Ganze und schon haben wir unseren Strudel hier. Dann nehmen wir unseren Pinsel und bepinseln unsere beiden Strudelteige einfach mit zerlassenem Butter. Das Ganze schön bepinseln. Und dann machen wir noch eine Garnierung. Das zeigt jetzt Ihnen die Amann, wie das Ganze funktioniert und geht. Wir haben hier unsere Gänseblümchen. Mit diesen Gänseblümchen können Sie wunderbare Dekorationen machen. Mit Biskuit, mit gebackenem Biskuit einfach ausstechen. Sie können einfach hergehen mit Fondant, schöne Blümchen machen. Und wir machen es jetzt mit unserem Teig. Und es lässt sich dann sehr, sehr schön ausstechen. Und verleiht Ihrem Strudel einfach ein schönes Aussehen. Sie sehen, dass die Kombischnitte einfach ein tolles Teil ist, zusammen mit der Kaschenkuchenform, ein tolles Baukastensystem, in dem Sie immer zwei verschiedene Dinge machen können, einmal süß und einmal pikant. Ja? Und natürlich, Sie können Brot drin machen, Sie können Nuss- und Mohnzopf drin machen, Sie können auch im Kochprogramm hier sehr vieles machen. Es ist einfach genial, das Ganze zu kombinieren. Wir geben das Ganze jetzt in den vorgeheizten Ofen, 180 Grad Heißluft und so circa 35 bis 40 Minuten. Die Kombischnitte ist momentan im Sonderangebot und auch dieses Kuppelset ist momentan im Sonderangebot. Und da machen wir jetzt als Nachtisch zu unserem Apfelstrudel einfach ein Zimteis. Ja? Die Kuppelform ist vielseitig verwendbar für Torten, für Aufläufe. Und natürlich auch schön zum kalten Buffet. Tolle Ideen. Holen Sie sich immer wieder Ideen bei Ihrer Lomara-Fachberaterin. Und wir gehen jetzt her, unsere Kaschenkuchenform, legen hier einfach diese Seitenteile ein
und legen hier diesen Einsatz ein und die Folie. Dann haben wir jetzt hier Joghurt, Sahne und Vanillecreme aufgeschlagen, mit Zimt und Zucker, ein bisschen mit Zimtzucker abgeschmeckt. Und jetzt gehen wir einfach her und geben hier unsere Knuspermasse drunter. Das ist Knusperbiene mit Mandelblättchen. Das geben wir jetzt einfach drunter und streichen das Ganze dann in unsere Kuppel rein und dann das einfach gefrieren. Wir füllen jetzt das Eis hier ein und geben es dann in den Gefrierschrank. Auf unserer Winkelpalette streichen wir jetzt das Ganze glatt. Schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Der Eis wäre fertig. Wir stürzen das Ganze jetzt einfach raus. Wir haben hier unsere Platte, unsere Edelstahlplatte, drehen das Ganze rum, nehmen einfach das Ganze ab und ziehen das Ganze jetzt einfach runter. Unser Eis wäre fertig. Die Amann verziert es und garniert es jetzt noch sehr schön aus. Sie gießt jetzt einfach Schokobella ein in unseren kleinen Minispritzbeutel. Sie hat es erwärmt in unserem Schokoladenbrunnen und macht jetzt einfach eine schöne Garnierung obendrauf. Mit unserem Teigabstecher streicht sie jetzt die Schokolade ganz vorsichtig nach unten und klappt jetzt links und rechts einfach ein und rollt das Ganze einfach aus. Und so können Sie jetzt wunderbar Schriften spritzen, Sie können hergangen, gehen und tolle Garnierungen und Verzierungen hier zeigen. Sie halten jetzt den Spritzbeutel so, dass die Naht nach oben geht und jetzt kann sie einfach sehr schön rauf und runter das Ganze spritzen, ausgarnieren und verzieren. Unser Eis wäre jetzt fertig. Die Amann hat es sehr schön ausgarniert und verziert. Und sie zeigt jetzt Ihnen, wie man die Herzchen einfach aus der Matte rausmacht. Wir haben hier so eine Silikonmatte, die mit Schokolade gefüllt wird. Und dann einfach kalt werden lassen und dann einfach rausnehmen. Mit Schokoladenfondue wird das Ganze gemacht. Der Apfel wurde mit unseren Gänseblümchen ausgestochen. Wir nehmen jetzt das Ganze her und stellen das Ganze in unseren Servierprofi halt. So können Sie das sehr schön transportieren. Und es kommt auch ein Sonderangebot, der Servierprofi, dann die Edelstahlplatte, magnetisch. Und hier haben wir eine Haube, wo Sie einfach sehr schön ansetzen können, draufsetzen können. Es ist ein Magnet, dass das Ganze jetzt einfach zu ist. Und schon können Sie das Ganze jetzt auch transportieren. Mit unserem Tortenretter holen wir jetzt das Ganze herunter. Natürlich brauchen Sie immer drunter unsere Matte. Und wir gehen jetzt einfach her und ziehen das Ganze etwas hoch, links und rechts anziehen und schon ist die Folie weg. Mit unserer Spachtel lösen wir das Ganze jetzt hier raus. Wir nehmen jetzt unsere Form ab und fertig sind unsere Strudel. Mit unserem Dekorpuder bestäuben wir jetzt das Ganze, unseren Apfelstrudel. Dann schaut er noch schön aus. So, unsere beiden Strudel werden fertig. Wir haben jetzt hier unseren Gürtelstrudel mit etwas Tzatziki. Wir haben hier unseren Apfelstrudel mit etwas Eis. Und dann möchte ich mich bei meinem Team recht herzlich bedanken, bei der Amann und bei der Simone. Ihr habt es super toll gemacht. Wir sind ein super tolles Team. Tschüss, ade, auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.